Wir reden über Mathematik. Seien Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute geht es um ein neues Experiment und dabei werden Sie kennenlernen einen ganz wichtigen Unterschied, aber auch eine Gemeinsamkeit von Gummibärchen und Spielwürfeln. Es gibt viele wichtige Probleme auf der Welt und urteilen Sie selbst, ob das folgende Problem auch in diese Kategorie gehört. Ich habe es im Internet gefunden, wo auch sonst. Und da sind Leo und Lisa dabei, sich über eine ganz wichtige Frage zu unterhalten. Leo findet in den Gummibärchentütchen zu wenig von seinen Lieblingen, sprich von den roten und von den grünen. Und stattdessen sieht er eher die weißen, die er eigentlich gar überhaupt nicht mag. Aber Lisa widerspricht vehement. Sie mag gern gelbe und orangene und die sind viel, viel, viel seltener in den Gummibärchentütchen als alle anderen. Sie sehen schon, wir werden das Problem klären müssen. Wir sind gerne bereit, unterstützend hier zu wirken. Aber was wir dazu brauchen, ist natürlich eine Datenbasis. Die wichtige Frage ist, ist in jeder Tüte Gummibärchen ein gelbes Gummibärchen oder noch allgemeiner gesprochen, sind genauso viel gelbe wie weiße, wie grüne, wie hellrote, wie dunkelrote, wie orangefarbene in den Tüten. Und mit dieser Aufzählung haben wir schon eines geklärt. Es gibt 6 Farben von Gummibärchen. Das ist sozusagen die Datenbasis, auf der wir aktiv werden müssen. Packen wir also aus, um Leo und Lisa bei dieser wichtigen Frage zu unterstützen. Ja, das ist der erste Beutel. Sieht ganz gut aus. Bisschen rot, bisschen hellrot. Einen Orangen sehe ich auch genau da. Dann grün und etwas gelb. Also ja, noch nicht alle Farben vorhanden. Und auch schwer zu unterscheiden. Der zweite Beutel kommt hinzu. Ja, da sind noch so ein bisschen dunkelrote dabei, grüne, ein bisschen gelb noch, ein bisschen orange. Und ja, da ist er der weiße. Jetzt sind wenigstens alle 6 Farben vorhanden. Die müssen jetzt sortiert werden, also so dass man dahinter sehen kann, von welcher Farbe sind tatsächlich die meisten oder die wenigsten da. Oder ist alles ganz ausgewogen? Und wir kommen zumindest schon zu dem Ergebnis, ja, rot ist nicht viel und weiß tatsächlich die meisten dabei. Genau, lassen wir die Zwischenergebnisse, nehmen wir das ganze Dutzend und gehen zum amtlichen Endergebnis dieser Datenerhebung. Zunächst einmal sieht man, dass auch die Anzahl der Gummibärchen unterschiedlich war in den Tüten. Das habe ich jetzt nicht im Einzelnen gezählt, aber insgesamt die Summe über alle Gummibärchen in den I-Tüten GII von 1 bis 12 ist gleich 102, sodass sich ein Mittelwert MI von 102 geteilt durch 12 gleich 8,5 ergibt. Sie sehen auf dieser Folie im linken Teil den Zustand nach 8 Tüten. In der Mitte den Zustand nach 10 Tüten und auf der rechten Seite den Zustand nach 12 Tüten. Und man sieht, dass tatsächlich die dunkelroten und die grünen nicht so ganz in der Mehrheit sind und es tatsächlich die weißen und die gelben sind, die ganz, ganz viel in den Tüten waren. In tabellarischer Form sieht es dann so aus. Das macht natürlich einen wesentlich seriöseren Eindruck als nur diese Auflistung der Gummibärchen, obwohl ich Sie darauf aufmerksam machen möchte. Ich hatte sie in 5er Blöcke aufgeteilt, was nicht nur das Zählen erleichtert, sondern auch eine gewisse mathematische Optik beinhaltet. Ich denke, 12 Beutel sind eine passable Datenbasis zunächst einmal. Wir packen also aus, wir widerstehen jeglichem Gefühl, eines davon in den Mund zu stecken. Erst wird gezählt, dann wird gegessen. Sie sehen es, wir haben insgesamt 47 hellrot, dunkelrote und grüne gefunden. Und auf der anderen Seite sind 33 gelbe und orangefarbene. Sieht nach einem klaren Vorteil für rot-grün aus, aber wir müssen ja die Weißen auch noch irgendwie fairerweise dazuzählen. Und wenn man die zu den Gelben und Orangen hinzunimmt, dann kann man sagen, naja, das ist ungefähr halbe, 47 zu 55, sieht nicht so wahnsinnig ungerecht aus. Ja, und die Frage ist es immer so? Ist es immer so, wenn ich 12 Gummibärchen-Tütchen habe, dass ich dann genau diese Verteilung habe? Naja, und ganz klar, das ist nicht der Fall. Sie sehen hier andere Verteilungen, die auf kleineren Anzahlen beruhen, aber trotzdem nicht den Eindruck hinterlassen, als würde alles mit rechten Dingen zugehen. Die sind zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Links sind es 9 zu 16, rechts sind es 15 zu 11. Also nur allein mit dieser Datenbasis kommen wir offensichtlich nicht hundertprozentig weiter bei der Lösung des Problems.
Übrigens, die Sortierungen, die Sie sehen, die sind voll aus dem Leben gegriffen. Das stammt aus einer Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Und Sie merken schon, die sind auch mehr oder weniger einfach zu zählen in diesen beiden Sortierungen. Ist Ihnen die Gemeinsamkeit zwischen Würfeln und Gummibärchen aufgefallen? Nun ja, an beiden gibt es so 6 Möglichkeiten. Auf der einen Seite 6 Farben und auf der anderen Seite 6 Zahlen, mit denen wir operieren können. Gibt es dennoch auch Unterschiede? Nun, beim Würfeln gibt es eine theoretische Annahme. Wenn man ganz, ganz häufig wirft, dann sollte jede der Zahlen zwischen 1 und 6 ungefähr n Sechstel mal auftreten. Vor allen Dingen aber sollte jede Zahl genauso häufig auftreten wie jede andere Zahl. Da dürfte keine bevorzugt sein. Für das Ziehen eines Gummibärchens aus einer Tüte gibt es hingegen keine theoretische Annahme. Wo sollte sie auch herkommen? Wir können zählen, wir können große Zahlen zählen, haben dann vielleicht eine gewisse Evidenz dafür, aber ansonsten würde die einzige Methode, wirklich sicher zu sein, darin bestehen, beim Hersteller anzurufen, zu fragen und seinen Angaben zu vertrauen. Man nennt den ersten Typ von Experimenten, bei denen die Gleichwahrscheinlichkeit eine theoretische Annahme ist, die natürlich durch Empirie dann auch bestätigt werden kann, ein Laplace-Experiment. Das Werfen eines Würfels, eines nicht manipulierten Würfels natürlich, ist ein Laplace-Experiment. Das Ziehen eines Gummibärchens aus einer Tüte ist kein Laplace-Experiment. Es gibt zahlreiche Beispiele von Laplace-Experimenten, die auch in der Schule verwendet werden können. Das Werfen einer Münze gehört dazu, ein ganz einfaches Experiment, bei dem es die 2 Möglichkeiten Kopf oder Zahl gibt. Und natürlich treten die ungefähr gleich häufig auf. Beim Roulette, dass die Kugel eine der Zahlen zwischen 0 und 36 trifft, ist auch ein solches Laplace-Experiment. Auch da gibt es keine Bevorzugung einer Seite, aber die theoretische Grundannahme, dass das ungefähr gleich wahrscheinlich ist. Wir können das Glücksrad auf der rechten Seite betrachten. Da ist auch so, dass theoretisch jede dieser Farben, wenn der Pfeil gedreht wird, mit der Wahrscheinlichkeit 1/4 angenommen wird. Und es gibt jede Menge Nicht-Laplace-Experimente, zum Beispiel das Werfen einer Reißzwecke. Da gibt es die Möglichkeit, sie landet auf der Seite und sie landet auf dem Kopf, aber sie landet nicht gleich wahrscheinlich in diesen beiden Bereichen. Eine Streichholzschachtel hochwerfen, das geht auch, dann kann sie auch auf der Seite, auf der langen Seite sozusagen, auf der kürzeren Stirnseite oder auf der Fläche landen und probieren Sie es aus. Auch das ist absolut nicht gleich wahrscheinlich verteilt, also kein Laplace-Experiment. Das war's für heute. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal.